die wundersamen Trockenländer. So, voller Aufregung ob des nahenden Abenteuers fand ich mich am Hafen wieder. Die Crew musste noch einige Vorbereitungen treffen, also verlor ich mich in Tagträumen darüber, was uns auf der Reise erwarten mochte. Eine Frau trat mit einer Bitte an mich heran. Sie erzählte mir von ihrem vermissten Ehemann, einem Abenteurer, der von seiner letzten Expedition nicht mehr zurückgekehrt war. Sie flehte mich an, ihn zu finden und ihn, sofern er noch lebte, zu ihr zurückzubringen. Okay. Übrigens, ich weiß jetzt nicht genau, ich sehe hier zwei Zuschauer, werden wohl am Start. Hallo, wer auch immer du bist. Ich grüße dich. So. Ich nehme es an. Natürlich nehme ich es an. Ich finde den vermissten Ehemann. Oder ich versuche es zumindest. Oder ich tue einfach so, als würde ich es versuchen. So, ich nickte ergeben und versprach ihr, dass ich ihren Mann finden würde. Da sich die Neuigkeiten über meine glorreichen Abenteuer weit verbreitet hatten, hatten die Berichte über meine Heldentaten allerhand abenteuerlustige Gestalten angelockt. Ich wurde von mehreren fähigen Personen angesprochen, die willens waren, sich mit mir ins Ungewisse zu wagen. Wen wollte ich rekrutieren? Ich kann auch alle rekrutieren. Was spricht denn da eigentlich dagegen? Aber nee, es geht natürlich nur einer. So. Der Aungas Tursil, der Soldat, der ist Whisky-Experte, aber gleichzeitig Alkoholiker. Er hier, der Jock McLachlan, ist ein schottischer Soldat. Es sind beide schottische Soldaten. Aber der hat Angst vor engen Räumen. Da haben wir hier einen Beduin, der hat überhaupt keine negativen Eigenschaften, der ist... Offenbart alle naheliegenden Oasen. Wüstenfuchs. Gut, das sind natürlich gute Kämpfer. Er ist hier so eher auf Abwehr bedacht. 8 Lebenspunkte, Tragekraft. Haben die Soldaten auch mehr? Kämpferisch sind die beiden Soldaten. Also geht es eigentlich nur um den negativen Perk. Er kann nicht viel tragen, das ist natürlich schon blöd. Ich glaube, ich werde mal den Klaustrophoben nehmen. Ja. So. Ohne Zweifel konnten wir einen Soldaten von dem Kaliber von Jock McLachlan in unserer Expeditionsgruppe gebrauchen. Zu meiner großen Freude war unser Schiff bereit, uns zu neuen Ufern zu tragen. Sehr gut. Ausrüstung kaufen, Tierausrüstung. Brauchen wir denn eigentlich? Also Fackeln im Sturm könnten wir brauchen. 5 müssen es nicht unbedingt sein. Aber vielleicht 2. Dann gibt es die Möglichkeit, ach ja, Schokolade. Ist immer gut. Mobiles Camp. Aha. Oh, kann ich mir gar nicht leisten. Eine Leinwand. Eine Machete. Was kosten die eigentlich? Die sind gar nicht so teuer. Die Macheten, da nehmen wir ein paar Stück mit. Kletterausrüstung. Seil haben wir, vielleicht mal eine Schaufel, jawohl. Dynamit, was mache ich damit? Aufdeckungsdistanz, aha, kostet aber auch 50. Naja, ich kann mir das alles nicht leisten, das ist mein Problem. So, was ist Tierausrüstung? Stallmeister bot uns an, die Ladekapazität unserer Packtiere zu erhöhen. Die hohe Qualität ging mit einem hohen Preis einher. Okay, Blick auf die Geldbörse kann man vergessen. Wir setzen Segel. Ach, schon 4 Zuschauer, ich bin ja ganz erschrocken. Die denn alle her? Wahnsinn. 4 Zuschauer. Guten Tag. Ich bin ganz begeistert von meiner neuen CPU. Ne? Hier steht nämlich in diesem Broadcasting-Tool CPU-Last 15% bei 60 Frames per Second. Und das bei dieser grafischen Höchstleistung, die hier geboten wird. Unglaublich, dieser Ryzen, der hat sich so gelohnt. Ich war überzeugt, nie wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, als einer der Matrosen mit einem Mal Land Ahoi rief. Ich wusste, dass uns in diesem Land etwas ganz Besonderes erwarten würde. Wie du das sagst. Was wir auffüllen brauchen wir nicht, habe ich nämlich noch. So, da sind wir jetzt. Was ist das jetzt hier? Ach, den vermissten Ehemann finden. Ah ja, und da sieht man, ach, guckt mal einer an. Also die Macheten werden jetzt hier an der Stelle zum Beispiel verwendet. Da verbrauchen wir weniger Insanity oder produzieren weniger Insanity oder was auch immer. Und hier, wenn wir auf den Hügel gehen, da wird diese Kletterausrüstung verwendet. Auch da haben wir es da ein bisschen besser. Okay, ja, das ist ja nett. Diese Zoom-Stufen hier übrigens, die gab es früher, meine ich, auch nicht. Das ist auch relativ neu. Ist denn der vermisste Ehemann irgendwie hier gekennzeichnet? Nö. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, dann laufen wir mal da lang.
Der kriegt eine Wundbehandlung. Und hat schon gleich ein Level ab, oder wie? Tatsächlich. Wow. Sachen gibt's. Da, ein Fragezeichen. Zwei Macheten kommen weg. Und ein Dorf. Ja, das machen wir noch gleich. Vielleicht ist da der vermisste Ehemann. Wer weiß es? Wer weiß es nicht. Wir näherten uns mit großer Vorsicht einem unbekannten einheimischen Dorf. Die Einheimischen waren anscheinend Mitglieder einer Art religiösen Kults. Wir waren nicht die einzigen Besucher in diesem Dorf. Ein fahrender Händler und ein sogenannter Bestienmeister hatten sich mit einigen verhüllten Kisten auf dem Dorfplatz eingefunden. Wo sind die denn? Ist hier kein Bestienmeister. Hallo? Häuptling? Was ist der Dorfmufti? Oh, wo sollen die sein? Sehe ich nicht. Die Einheimischen betrachteten uns mit Vorsicht. Sie waren höflich und boten uns an, was sie konnten. Mit dem Bestienmeister. Ich grüßte den Bestienmeister. Dieser Händler schien das umgebende Gebiet nach den wildesten Tieren abzusuchen, um sie zum Verkauf anzubieten. Er hieß uns willkommen und präsentierte uns eine Auswahl an wilden Bestien, die er massive hölzerne Käfige gesperrt hat. Okay. Was brauche ich auch Zähne dafür, um die zu bekommen, oder was? Alles klar, habe ich nicht. Dann können wir im Dorf übernachten. Das ist vielleicht aber gar nicht so gewünscht. Was ist denn mit Handel treiben? Ich müsste mal so Perlen mitnehmen, so Glitzerperlen oder irgendeinen Scheiß. So, was haben die jetzt da? Hornflöte. Gegner abzulenken. Och. Einheimischer Schmuck. Verbessert die Loyalität einer beschenkten Person. Och. Was krieg ich denn da? Ach Gott, nee. Was ist denn das? Roter Pilz. Oh, fünf Zuschauer. Hi. Dieser eigenartige Pilz besitzt einen unangenehmen Geruch. Starke heilende Wirkung. Okay. Gut, aber wenn ich das jetzt mache, habe ich ja gar keinen Platz. Es hilft mir alles nichts, ich habe gar keinen Platz. Machen wir trotzdem mal. Vielleicht kann ich ja jetzt einen rekrutieren, dann habe ich ja wieder ein bisschen mehr Platz. Wir trauten uns nicht genug. Na, das ist ja toll, dann kann ich jetzt auch nicht laufen. Da muss ich jetzt Schokolade fressen. Übernachten wir mal. Oh. Bei einfacher Dunkelheit entfachten die Dorfbewohner ein großes Feuer und luden uns ein, zu ihnen zu gesellen. Ein Ureinwohner trat mit einem Angebot an mich heran. Er sagte mir, er habe Informationen über eine weit abgelegene Gegend, die sich sicher als Ziel für eine zukünftige Expedition eignen würde. Allerdings verlangte er eine Bezahlung im Gegenzug für dieses Wissen. Was soll ich denn bezahlen? Komm, ich gebe dir. So. So, er erzählte uns über eine abgelegene Region, die ringsum von hohen Gebirgen umgeben war. Es hieß, dass aufgrund ihrer extremen Abgeschiedenheit noch immer prähistorische Tiere dort jagten und grasten. Mit großer Begeisterung markierten wir die Position des Gebiets auf unserer Karte. Schön. So, da habe ich auch gleich ein bisschen geistige Gesundheit bekommen. Warum? Weil ich gerastet habe. Wir schliefen wohlbehalten und unter großem Komfort. Am nächsten Tag erwachte ich unter dem Gelächter der Einheimischen. Es schien, als hätte mein Schnarchen sie belustigt. Auch wenn wir uns immer noch willkommen fühlten, spürten wir doch, dass die Dorfbewohner sich von unserer Anwesenheit gestört fühlten. Deswegen werden wir jetzt auch gehen. Die Ureinwohner beäugten mich misstrauisch, als wir von dannen zogen. In den nächsten Tagen hatte ich das unangenehme Gefühl, beobachtet zu werden. Neue Welt entdeckt. Wie neue Welt entdeckt? Wie meinst du jetzt das? 49 Tage lang bin ich jetzt verfolgt. Und was haben die mir jetzt markiert? Wo ist die Markierung? Die versprochene? Hä? Wo ist hier was markiert? Ist sogar nichts markiert. Ist alles Betrug. Da ist ein Vieh. Also, die Anzeige sagt, wir müssen nach Norden. Geh Norden. Ihr müsst euch mal Sindbad. Ist das Sindbad der Seefahrer oder Sindbad?
was weiß ich, Sympath irgendwas, gibt es einen coolen, also es gibt einen einzigen coolen Sympath-Film und den habe ich als Kind geliebt. Das ist so mit so einer Quelle, die müssen in so einer Höhle so einen Brunnen finden, der ewige Jugend gibt und eine tolle Tarnkappe und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch so einen Typen, das ist ein Magier, der hat so eine Art Fledermaus, die er durch die Gegend schicken kann. Da gibt es so ein Orakel und er sagt immer, geh in Norden. Naja, egal, das nur mal so nebenbei. Gut, jetzt, wir haben ja Soldaten dabei und wir haben einen Speer. Da kann ja eigentlich nichts passieren, auch wenn die Hyäne angreift. Außerdem haben wir jetzt hier irgendwas. Da gehe ich jetzt mal rein. Ah, wir werden angegriffen. Es wird auch mal Zeit eigentlich. Ein Überraschungsangriff, das ist natürlich nicht so schön. Oh. Wir rollen. Die Tigerkranichfaust. Naja, er ist ein. Bluten alle. Was ist denn mit dem Speer eigentlich hier? Ah ja, den Speer kann ich jetzt. Sehr gut. Nochmal rollen. Schwach, sehr schwach. Kann ich den Verbandskasten verwenden? Nö. Wie, der ist benommen? Oder sind wir benommen? Ne, der Gegner war benommen, ne? Treten! Schattenloser Tritt. Also mein Typ, der gefällt mir ganz gut. Gegenstände ansehen. Ui, da gibt es jetzt auch die Tierzähne, die ich... Ah, und ich könnte mir vorstellen, dass der mit dem rohen Fleisch jetzt mal was kochen kann. Gucken wir uns mal an. Ich bin überladen, ja, aber kannst du jetzt mal kochen? Guter Gegenstand zum Handeln. Nein, ich wollte es nicht. Ein verbranntes Stück Fleisch? Ach ja, doch. Da haben wir es doch. Wirklich total verbrannt. Aber der Hunger treibt es rein. Na, das ist doch toll. Was bist denn du eigentlich für ein beschissener Koch? Ich dachte, du wärst so ein toller Koch. Hier, Chefkoch 2. Chefkoch 3. Gut, wie heile ich jetzt? Also. Weiß gerade nicht, wie man. Was ist denn das? Ich weiß gerade nicht, wie man den Verbandskasten verwendet. Ach so. Okay. Na, das ist doch alles toll. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Den Steinkreis betreten. Wir trafen auf einen Kreis aus Steinen, der offensichtlich von Menschenhand errichtet wurde. Geheimnisvolle Zeichen zierten jeden einzelnen der Steine. Ob sie eine Art Karte bildeten, das hatten wir doch schon mal. Eine Gruppe einheimischer Krieger erschien wie aus dem Nichts. Sie mussten uns verfolgt haben, seit wir das Dorf verlassen hatten. Ihre Anführer war offensichtlich erzürnt über meine Taten und verlangte einen Tribut. Tribut verweigern. Wir boten den imposanten einheimischen Kriegern die Stirn. Es schien ihnen jedoch ernst zu sein und sie zogen ihre Waffen. Na toll. Oh nee. Ach, den Speer habe ich auch nicht mehr. Scheiße. Taktischer Vorteil. Okay, der eine ist benommen. Ich habe gedacht, du wärst so ein toller Krieger, Mensch. Ey, was bringt mir der Soldat, wenn ich den hab und der macht. Bringt mir nichts. Ist doch ein Käse. Was ist das? Kopfstoß. Klasse.
Naja, immerhin. Der Kampf ist ja ganz nett gemacht eigentlich. Tigerkranich war aus. Endlich macht der Soldat auch mal was hier. Aber mein Chinese hier, der haut ja drauf. Der Kampfkunstmeister, also der ist wirklich gut. Ein Schaden. Ich das gewusst, hätte ich gar nicht mitgenommen. Du Pfeife. Sind immer noch benommen, das ist ja nett. Was heißt immer noch? Wahrscheinlich schon wieder eher. Was würde ich denn ohne meinen... hier ohne meinen Anführer machen? Zweimal benommen, sehr gut. Oh, Eisendrahtfaust. Jetzt guck dir das mal an. Au. Also, wenn der draufhaut, da bleibt echt kein Auge trocken. Aua. Wir nahmen uns von den Überresten, was wir gebrauchen konnten. Ne? Das ist wenigstens mal etwas. Was ist denn das? Ein Kuckerblatt. Aufgeputscher-Effekt. Aha, wir kriegen einen Speer. Heilende Kraft. Naja, nehmen wir alles mal. Sind wir überladen, das war klar. Aber die heilende Kraft des Kokablattes, wie, jetzt ist er paranoid? Er wurde geheilt, doch um welchen Preis? Wie jetzt? Jetzt nicht so gut. Der ist auch schon Stufe 2. Die steigen ja auch Stufen auf. Erstmal das mal. Geistige Gesundheit. Und der ist fit, der ist fit, der ist auch relativ fit. Weg damit. So. Okay, naja, das war jetzt nicht so dolle. Lager erkunden. Wir betreiben alles Zeltlager. Mhm. Jemand musste hier schon eine sehr lange Zeit überlebt haben. Er sagte, sein Name lautet Louis Voss. Er erzählte mir, seine Expedition sei gescheitert und er sei hier in der Wildnis gestrandet. Ich war sicher, dass dies der verschollene Ehemann sein musste, dessen sichere Rückkehr wir versprochen hatten. Ah, guck mal an. Der sieht auch cool aus. Das ist ja nett. Okay. Was steht da? Kannibale. Ach du Kacke. Ich erzählte ihm von seiner Frau und dass ich ihn in die Heimat zurückgeleiten würde. Die lange Abwesenheit von der Zivilisation hatte ihm sichtlich zugesetzt. Er brach in Tränen aus, doch es gelang ihm schließlich, seine Fassung zurückzuerlangen. Ich versicherte ihm, dass von nun an alles gut werden würde und wies die Gruppe an, sich zur Abreise bereit zu machen. Ja, aber mit dem Kannibalen in meiner Mitte, da muss ich wirklich sagen, habe ich ja so meine Vorbehalte. Was sind das eigentlich? Entdeckerpunkte, Aufdeckungsdistanz. Okay, ich müsste jetzt eigentlich nur stark nach Westen, aber wir gehen jetzt trotzdem mal da lang. Ich bin neugierig. Schrein erkunden. Oh Gott, was haben die denn alle? Wütend. Was hast denn du? Was ist denn los? Mein Gott. Aber das mit dem Kannibalen, das ist schon ein Schrein betreten. Was stand da eben mit Wasser? Keine Ahnung. Als gewaltige Fontänen aus dem Boden hervorbrachen und begannen, die Umgebung um den Schrein herum zu fluten. Wir würden unser Leben retten müssen, wenn wir nicht in den gewaltigen See ertrinken wollten, der sich um uns herum zu bilden begann.
Ja, machen wir doch halt, ist doch kein Problem. Bisschen Schokolade mampfen. Was ist denn da los? Unser Ruf ist richtig schlecht. Naja, dann, tschüss. Mach's gut. Region entdeckt. Das kommt hinter uns her, das Wasser. Da ist die Pyramide. Naja, das macht ja alles. Ist alles kein Problem. Und. Ja, wir haben es geschafft. Doch, jetzt habe ich schon 6 Zuschauer. Hallo. Ich grüße euch. Goldene Pyramide 120. Bonus für neue Welt 50. Geschwindigkeit. War wieder mal der erste. Es gibt insgesamt 940 Ruhm, dass ich. Die ich momentan mir erarbeitet habe. Finde ich gut. Heldenhaft. Heldenhaft. Ich bin heldenhaft. Und es gibt einen neuen Perk. Gott schütze die Königin. Ach, guck mal, der. Versteht er, der Kannibale. Wüstenentdecker, reduziert Bewegungskosten in Wüsten. Navigator, erhöht die Genauigkeit des Kompasses. Schwarzmarkt. Oh, mit dem Kompass bin ich. Finde ich ganz gut. So, die überholen mich jetzt alle. Naja, alle nicht. Aber ich, finde ich ganz cool. Bin jetzt schon Erster, obwohl ich noch nichts von meinen Sachen hier abgegeben habe. Das werden wir verkaufen. Dito. 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 So, und jetzt wird es interessant, das Ding gibt 40 Geld und 50 Ruhm. Und das gibt 50 Geld, aber 70 Ruhm. Nee, gar nicht. Alles 40. Was ist denn dann wert? Okay, aber da geht auf jeden Fall deutlich mehr Ruhm. Ich möchte noch ein bisschen Kohle haben, deswegen verkaufe ich das. Und das verschenke ich. So. Ja, damit haben wir die zweite Expedition mehr als erfolgreich abgeschlossen. Haben auch ein bisschen Geld auf die Seite geschafft und.